Hallo und ganz herzlich willkommen heute zum Podcast zum Thema Privacy Week. Und ich bin hier auch nicht alleine in diesem Internet, sondern hier mit dabei ist die Judith. Hallo Judith. Hallo Claudia. Der Clemens ist mit hier. Hallo. Und der Astra. Hallo Astra. Oh, hey. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, um eigentlich die Nullnummer eines Privacy Week Podcasts zu starten und mal gucken, ob das ganze Projekt auch was wird und ob dieses 2021 ein bisschen berechenbarer wird als 2020 war. Die Hoffnung stirbt zuletzt und am qualvollsten, aber genau. Und wir haben jetzt Menschen hier mit dabei, die alle bei dieser Privacy Week zum Teil schon seit 2016 fleißig Dinge tun oder auch seit neuerem. Und die Judith hat, glaube ich, uns ganz viele Fragen auch mitgebracht, oder? Ganz viele Fragen? Oh. Du forderst mich jetzt ein bisschen. Aber naja. Wie wäre es, wenn du uns einfach mal erzählst, für die Leute, die das nicht wissen, was diese Privacy Week eigentlich ist? Soll ich das machen oder sollen wir oder das Wort vielleicht einfach gleich mal... anderen Anwesenden, ich nehme jetzt diese Frage und werfe sie zu euch in den virtuellen Raum. Wer sich getroffen fühlt, der möchte jetzt losreden. Du Clemens. Was ist denn das eigentlich? Ja, gute Frage. Ich habe das heute auf unserer Homepage schon gesucht. weil ich da Text in die Assembly pasten wollte. Also grundsätzlich die Privacy Week ist wahrscheinlich mal das Einfachste. Eine Wochenveranstaltung, also wirklich eine ganze Woche. Und zwar mehr oder weniger 7 Tage durchgängig. Wobei wir seit 2 Jahren eigentlich den Montag zumindest gemütlich am Nachmittag meistens erst starten. Aber ansonsten eine Veranstaltungsreihe, die jährlich im Oktober stattfindet, hier in Wien. Und primär Talks, Workshops, Informationen und so zum Thema Privatsphäre. Nicht nur technisch, sondern auch auf einem verständlichen Level, sondern halt wirklich quasi das ganze Spektrum das ganze Spektrum eben von Einstieg bis hin zu wie muss ich jetzt tatsächlich was in meinen Server-Settings konfigurieren, um auch wirklich halt das entsprechend privatsphäregerecht konfiguriert zu haben. Also das ganze Spektrum der Talks abgebildet. Okay, und, spannend. Genau, und das Ganze gibt es seit 2016. Wir haben da relativ klein angefangen mit einem ganz kleinen Team. Ich glaube, wir waren so 8 Leute oder so und hinterher dann bei der Durchführung irgendwie so knapp 15 und hatten 2016, ich glaube, 64 Talks und Workshops über die Woche verteilt und haben uns dann jetzt so doch ein bisschen in die Größe gearbeitet, wobei wir jetzt 2020, so wie ganz viele andere Veranstaltungen auch, wie zum Beispiel jetzt auch die AC3, wo wir hier gerade zu Gast sein dürfen, uns dann halt ins Internet begeben und hatten dieses Jahr, ich glaube, 55 Veranstaltungen über die Woche verteilt. Also wieder ein bisschen geschrumpft. Ich glaube, das Größte waren mal, 92 oder so. Und ja, also wir wissen auch, was an Tag 5, 6 und 7 passiert. Und zwar nicht genau. Der Abbau. Nee, nicht der Abbau, der kommt danach. Und also das ist so ein bisschen diese Utopie von dem, was wäre eigentlich, wenn dieser Kongress eigentlich noch länger wäre. Da haben wir schon so ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie das aussehen könnte. Genau. Wobei wir natürlich viel, viel kleiner
sind mit der Privacy Week als halt so ein Kongress, ne, oder jetzt auch die RC3. Aber also nicht weniger qualitätvoll. Ja, Clemens? Ja, ne, was ich sagen wollte, auch vom Aufbau her ist das bei uns nicht 1 bis 2 Monate, sondern ja, es gibt Dinge, die fangen schon ein paar Monate davor an Vorbereitung, aber auch vor Ort ist bei uns der Aufbau üblicherweise so um die 4-5 Tage, wenn man alles zusammennimmt, trotz 2 Bühnen, diverser Truss, eigenes Audio- und Video-Setup und wir bauen da eigentlich die Location schon ziemlich um. No, wir da haben ist das nämlich auch der Astra bei, genau. Ja, wir haben uns das ein bisschen vom Kongress abgeschaut. Wir nehmen ein Gebäude, bauen es komplett um, machen ein Event, bauen es retour. Optimalerweise besser als vorher. Das wäre ja, und meistens meine nächste Frage gewesen. Ihr seid ja alle aus dem Grund da, also außer mir. Ich bin wie üblich nur zufällig da. Was tut ihr da so? Vielleicht mag der Astra diesmal anfangen. Alles, was anfällt, außer, also möglichst nicht vor der Kamera stehen. Aber ansonsten, ja, wenn irgendwas gebraucht wird oder koordinieren, wir legen meistens unsere eigene Hardware hin. Es gibt sehr viele kleine Arbeiten, die halt so zusammenkommen beim Aufbau von so einem, von so einer Veranstaltung. Teilweise Koordinationszeug, wir haben auch, wo ich aber nicht viel damit zu tun habe, wir haben auch eigene Essensversorgung immer gehabt, ich glaube sogar ganz immer, seit Anfang. Wir haben uns eigene Netze hingelegt, weil teilweise die Location noch kein Internet hatte. Nachher schon. Brauchbar. Ja, genauso Bühnen haben wir selber aufgebaut, die ganze Technik dahinter ist alles von Leuten rund um die Privacy Week aufgebaut worden. Also es ist sehr, sehr viele Engel dabei, die einfach sehr viel drauf haben. Das ist einfach wunderbar zum Anschauen. Ja, super cool. Habt ihr das Internet dann auch wieder mitgenommen oder habt ihr das den Leuten gelassen? Ja, es kam dann so, also vor allem vor 2 Jahren kam dann so circa 2 Wochen nach der Privacy Week so die Frage, wie das denn wäre mit dieser Richtfunkverbindung, die da ja eigentlich noch da ist. Seitdem ist die Location auch über diese Richtfunkverbindung angebunden. Also vielleicht so tatsächlich erstmal über die ersten 4 Tage die Location. 2016, 17, 18 und 19 hat die Privacy Week im Volkskundemuseum in Wien eigentlich so ziemlich im Zentrum stattgefunden. Das ist ein Gebäude, das schon relativ alt ist, aus der Kaiserzeit und war, glaube ich, eigentlich eine Sommerresidenz. Ein Teil davon heißt das Palais Schönborn und ist auch entsprechend alt. Dort ist das Volkskundemuseum als Verein drin mit einem Mietvertrag aus dem 18. Jahrhundert. Das heißt, die sind dort auch schon entsprechend lang drinnen und wie Vereine so sind, organisieren sich die auch sehr, also nicht unähnlich wie uns, also wie wir. Das sind sehr interessante ähnliche Strukturen. Und wie typisch in Wien, vor allem im Zentrum, Internet ist dort wirklich schwierig. Dasselbe Problem hatten wir beim MetaLab. Beim MetaLab gab es 10 Mbit down und ein halbes up, genauso dort beim Volkskundemuseum. Und irgendwann, ich kannte das Museum schon mal, weil ein paar Jahre davor, eben 2014 glaube ich, der Datennetzpolitik-Kongress dort war und ich dort ein bisschen Event-WLAN gemacht habe und das auch sehr über temporäre Richtfunkinstallationen ging und so. Und deshalb kannte ich das Gebäude schon recht gut, weil ich damals, da waren wir zu viert und sind mit dem Direktor quasi durchs ganze Gebäude inklusive Dachstuhl und so mal durchgegangen und haben geschaut, wo da am Dach was aufzubauen ist. Das hat uns nachher natürlich recht stark geholfen, weil die Kabelwege wussten wir schon. Und ja, dort gab es eben
durch uns schon seit 2014, 15 eine Installation von Funkfeuer. Also das ist eine ähnlich wie Freifunk. Wir bauen freie Netze mit eigenem Richtfunk-Uplink. Damals so eben um die 40, 50 Mbit, was jetzt nicht so ein massiver Sprung war und für uns fürs Livestreaming auch nicht so, also schon gegangen ist, aber das Eigentliche kam dann erst 3 Jahre später, als wir über 60 GHz halt wirklich 600, 700 Mbit symmetrisch dort hatten. Und nach der Privacy Week, eine Woche danach, kam dann so zufällig die Frage vom Museum, ob sie das nicht denn auch für das Museum, für das Office verwenden könnten, und seitdem nutzen sie das auch mit und sind sie recht glücklich damit. Weil mehr als die 10 Mbit bekommen sie immer noch nicht. Hm. Also kommerziell halt. Und du? Ich bin auch seit 2016 schon dabei, quasi so in Anführungsstrichen Gründungsteam-Mitglied. Die ganze Idee kam eigentlich ursprünglich mal vom Jürgen. Ganz großes Hallo übrigens, falls er gerade zuschaut oder zuhört. Und es war so diese Idee, wir machen so eine Privacy Week und dann nehmen wir halt so Veranstaltungen, die ohnehin irgendwie so in dem Zeitraum so stattfinden oder die es ohnehin schon gibt, so wie den Netzpolitischen Abend oder die Big Brother Awards, die in Österreich hier immer am Vorabend vom Nationalfeiertag sind, und halt noch so ein paar andere Sachen. Und die fragen wir alle, ob die das nicht alle innerhalb dieser einen Woche machen, und machen so ein bisschen Rahmenprogramm, vielleicht noch so ein bisschen was dazu. Und das eskalierte dann leicht. Wobei man sagen muss, die anfängliche Idee war ja tatsächlich, wir machen jeden Tag an einer anderen Location Programm. Da haben wir dann das Gott sei Dank im ersten Jahr nicht so ganz gemacht. Es gab ein Event an einer anderen Location, wo wir die ganze Technik innerhalb von einer halben Stunde umgezogen haben. Das ging, aber es war gleichzeitig für uns das Learning, nein, das skaliert genau. Nicht auf Dauer. Genau, das lassen wir dann jetzt besser. Und hat sich das, wie gesagt, so über die Jahre ein bisschen auch vergrößert. Wir hatten im ersten Jahr die Anne Roth als Keynote-Speakerin dabei, und ich weiß noch, es war wie heute, sie dann bei der Keynote, beim allerersten Vortrag, dann oben auf der Bühne stand und sagte, ja, und nächstes Jahr macht ihr dann, und dann so, sie hat nächstes Jahr gesagt. So, oh mein Gott. Ja, und mittlerweile haben wir das zum 5. Mal gemacht. Wir hatten Vortragende wie zum Beispiel auch den Max Schrems eigentlich jedes Jahr dabei. Dieses Jahr dann sogar Cory Doctorow und Bruce Schneier und Ross Anderson, die bei uns als Vortragende dabei waren. Was jetzt der Vorteil daran war, dass wir 2020 eben online gegangen sind. Genau, und was ich dabei mache, ist primär Richtung Projektleitung, also so ein bisschen versuchen, das Klemmbrett zu halten und den Überblick. Und dieses Jahr hat das auch ganz viel die Eva mitgemacht und Speakerinnen-Koordination natürlich auch, genau. Ja. Also das sind so meine Aufgabengebiete. Ich bin dann auch diejenige, die am Rand steht und sich die Augen zuhält, während Astra zum Beispiel dann gerade auf einer sehr hohen Leiter rumklettert, um die Truss in diese Beleuchtung einzufädeln, die halt in diesem Museum fix verbaut ist. Die war im Weg. Also, ich kann nicht hinsehen. Aber so ein bisschen den Überblick behalten. Vortragende koordinieren, das ist so mein. Und anderen Leuten den Überblick geben, das kann ich bestätigen. Quasi, ich durfte dieses Jahr auch dabei sein als Speakerin und habe dann deine vielen E-Mails bekommen, wann, wo, wie, was und warum überhaupt, und habe mich da zu jeder Zeit wirklich dann gut informiert gefühlt. Yay! Wo ich find's denn jetzt so im Allgemeinen und Besonderen gehen muss, wann was zu tun ist. Also super, super gut. Und hurra, es funktioniert. Es funktioniert, ja genau. Also ist vielleicht auch mal ganz gut so als Feedback zu hören. Es funktioniert besser, als es skaliert nicht.
Das ist richtig. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz großes Learning, was sehr viele Veranstaltungen gerade jetzt 2020 machen, dass mit diesem Skalieren bei physischen Events versus Internet-Events. Also ich muss sagen, wir haben, also für die Privacy Week hat das meines Erachtens sehr gut funktioniert, dass wir durchaus auch mehr Publikum damit erreichen konnten. Und genau, wir hatten ja auch der Vortrag von der Judith dieses Jahr über Bloody Data, das Geschäft mit Zyklus-Apps, hat tatsächlich in der Zuschauerstatistik einen ziemlichen Peak gegeben und sogar Cory Doctorow und Max Schrems geschlagen. Wow! Genau. Also das Kein ist schon schönes Thema, schon aber cool. Irgendwer muss ja drüber reden. Das ist richtig. Das ist allerdings richtig. Genau, du hast schon angesprochen, 2020 digitale Privacy Week. Das Problem hatte ja jeder, der dieses Jahr irgendwie versucht hat, Veranstaltungen auszurichten. Wie hat sich das für euch verändert, die digitale Privacy Week versus ja, analog will ich jetzt in dem Fall nicht sagen, aber ja, doch irgendwie so. Die Vorortige. Die Vorortige, ja, das trifft es wahrscheinlich am besten. Tue ich mir schwer zu sagen. Also es irgendwie steht die Privacy Week halt ein bisschen raus. Ich war ja sehr pessimistisch am Anfang. Also bis ich relativ auch. Kurz vor die Privacy Week noch, weil ich doch relativ viele Konferenzen gesehen habe, die nicht funktioniert haben. Also gerade im akademischen Bereich gab es einige, die sie waren da, die Speaker konnten nicht damit umgehen mit dem Medium und haben auch keinerlei Support gehabt. Also das ist die sind halt allein vor ihrer Kamera gestanden und das war's halt. Und die haben halt dann in die Kamera reingeredet und ja. Und das Format hat halt dort erstmal nicht funktioniert. Und jetzt, seit wir die Privacy Week gemacht haben, weiß ich zumindest, es kann funktionieren. Und ja, jetzt machen das jetzt andere auch in größer, noch einmal im Dezember. Was, ja, das hat mich auf jeden Fall sehr, sehr überrascht, wie super das funktioniert hat. Ja, toll. Also schon allein solche Sachen, wie das dann die Engel, die Vortragenden dann begleiten, währenddessen einfach da sind und dass man halt einfach auch ein Gegenüber hat, das man dann derweil ansprechen kann und nicht nur da in dieses kleine, mehr oder weniger vielleicht blinkende Kamera-Dings reinguckt. Schon allein das macht wirklich einen substanziellen, großen Unterschied und es ist ja im Prinzip eigentlich keine große Sache, das zu tun. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Also ja, wobei man halt auch dran denken muss. Ne? Also auf jeden das, Fall, natürlich. Genau, und aber wir haben halt. Das ist jetzt nichts, wo du sagen würdest: Boah, das kann man nur mit Millionen Budget und dies und das und weiß ich nicht, was sonst noch. Das kann jeder machen, der eine digitale Veranstaltung ausrichtet mit überschaubarem Aufwand. Aber Entschuldigung, Clemens, ich habe dich unterbrochen. Nee, also da vielleicht noch ein bisschen dazu. Ein wenig geschuldet daran, dass wir uns halt wirklich genau überlegt haben, wie sind die Abläufe für unsere Speakerinnen und wie läuft so ein Talk ab tatsächlich, wie findet die Präsentation statt und so weiter, ist ein bisschen auch an einer Episode des Sendegarten-Podcasts geschuldet, wo ich zu Gast sein durfte und wir halt über Remote-Veranstaltungen geredet haben und da auch zur Privacy Week sehr viel Wissen gekommen ist und für uns eigentlich danach relativ klar war, es gibt, also auf einer Veranstaltung, wenn du einen Talk hältst, dann stehst du auf der Bühne und hast das Gefühl, einen Talk zu halten. Du sprichst zu Publikum, du siehst es vielleicht nur schlecht, aber du siehst es. Und du kannst so Späße machen wie Handheben und so weiter. Das ist im digitalen Raum sehr, sehr schwierig abbildbar. Und was aber auf jeden Fall
relativ wichtig ist, ist, dass halt ein Speaker ein Gegenüber hat, mit dem er redet, mit dem er reden kann. Ja, oder sie reden kann. Tatsächlich, trotz Podcast-Erfahrung finde ich es auch schön, dass wir uns jetzt hier sehen. Wollt ihr mal so einen kleine Vorschau geben? Also wir haben ja jetzt alle keine Kristallkugeln. Hybrid scheint irgendwie der neue heiße Scheiß zu sein, wenn es um Veranstaltungen geht. Zumindest ist das eine Sau, die gerade durch ungefähr jedes Dorf getrieben wird. Ich höre jetzt schon wieder die Ersten, die sagen, um Gottes Willen, lasst das bloß. Das sind zwei komplett verschiedene Veranstaltungsformen. Wenn man das mischt, das kann nur daneben gehen. Andere sagen, ja, brauchen wir unbedingt. Was ist denn euer so Sneak Peek auf nächstes Jahr? Also, weil du es eben gerade auch angerissen hattest und wir es vorher gar nicht gesagt hatten, also die Privacy Week ist auch komplett Non-Profit. Das heißt, wir haben ein sehr geringes Budget für die gesamte Veranstaltung. Also andere Leute geben das alleine irgendwie für die Häppchen aus oder so. Und das ist quasi das, was wir für eine gesamte Woche Datenschutz- und Privatsphäre-Konferenz letztendlich zur Verfügung haben. Das heißt, alle sind auch wirklich auf freiwilliger Basis dabei und machen das in ihrer Freizeit, weil sie Bock drauf haben. Und weil sie da halt, also manche nehmen sich wirklich auch eine Woche frei und kommen extra nach Wien, um zu helfen. Und das ist auf jeden Fall was, was beibehalten werden soll, also sowohl das Finanzierungsmodell, also über Spenden, ne, und Supporter-Tickets zum Beispiel. Und auf der anderen Seite natürlich auch der ganze Spirit, der da drin hängt, von Menschen, die das einfach deswegen machen, weil sie es machen wollen und nicht, weil sie dafür bezahlt werden und um 17.01 Uhr den Hammer fallen lassen. Und gerade dieses ganze Herzblut ist auf jeden Fall etwas, was, egal wie das Ganze hinterher aussehen kann und wird, was auf jeden Fall überleben muss, in Anführungsstrichen jetzt, also soll. Und da ist, sehe ich jetzt dann halt auch so ein bisschen den Knackpunkt, was die Sache mit Hybridveranstaltungen angeht. Also das ist jetzt vielleicht auch noch ein bisschen der Unterschied zwischen Geld einwerfen dafür, dass Leute bestimmte Dinge tun, damit hinterher andere Leute Inhalte zur Verfügung gestellt kriegen. Gerade dieses, die Community, die dahinter steht und die dieses Event veranstaltet. Das, was es ausmacht, ist, dass die Leute zusammenkommen und Dinge tun. Und dieses Jahr war das halt in einem Voice-Chat-Client an der Seite vom Bildschirm, wo man dann quasi gesehen hat, wer ist denn gerade da, mit wem kann ich reden und so weiter, was super funktioniert hat, verblüffenderweise. Und also ich war da auch sehr, sehr skeptisch am Anfang und es hat super funktioniert. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir machen eine Hybridveranstaltung, dann hat man einerseits ein paar Leute vor Ort und ein paar Leute, die sind nicht vor Ort. Ja, entweder auch in Grüppchen an einem Ort oder nicht, ne? Oder tatsächlich alle verstreut. Und dann ist halt die ganz große Frage, wie kriegt man es hin, dass es trotzdem eine Community ist, die dieses Event durchzieht. Ja? Weil es völlig natürlich passiert, ja, also wir laufen ja nicht alle mit dem Knebel rum, dass man zum Beispiel beim Essen zusammensitzt und sich unterhält und dann so, ach ja, wie machen wir das bei dem und dem und wie machen wir das bei dem und hast du darüber kurz nachgedacht, ja, dazu habe ich noch eine Idee. Ja, und das kriegen dann die Leute, die nicht dabei sind, nicht mit. Ja, und dann wird vielleicht noch vergessen, denen Bescheid zu sagen. Und dann hast du die Leute verloren. Das ist das typische Remote-Office-Problem, das sicher auch viele Firmen jetzt demnächst haben werden, aber lösen müssen. Ja, ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich in meinem allerersten Projektmanagement-Job in einem in einer Firma war, die einen zweiten Standort hatte, so 100 Kilometer weg. Und es war das absolut normal, der Rechner ist hochgefahren, der Chat-Client ist direkt im Autostart gewesen und du hattest die Kollegen quasi gleich zum guten Morgen sagen auf dem Bildschirm.
wenn du sowas nicht etablierst, auch in einer Firma, ja, dann ist das so, ach ja, dieses Ding muss ich kurz starten, damit ich dem, wie auch immer, auf der anderen Seite irgendwie auch kurz was sage. Vergiss es. Na, also entweder man ist es drin, einfach in der Arbeitsweise, oder halt nicht. Und das ist was, ich will nicht ausschließen, dass es funktioniert. Und ich war schon verblüfft, dass online wirklich richtig gut funktioniert hat bei der Privacy Week. Ich bin nach wie vor total verblüfft. Ich würde uns, glaube ich, sogar hybrid zutrauen, wenn wir halt quasi diesen stetigen Reminder haben, ne, und quasi den Chat direkt im Auto start, dass wir, also dass die Leute, die nicht vor Ort sind, quasi trotzdem immer mit dabei sind. Und das ist, glaube ich, der ganz, ganz wichtige Punkt. Wobei das, glaube ich, etwas ist, dass wir sehr gut uns von diesem Jahr abschauen können und vielleicht irgendwie tatsächlich in die Realität übernehmen können. Weil gefühlt, also das Volkskundemuseum ist doch relativ groß und man verläuft sich da relativ stark. Und es kann passieren, dass während die Konferenz läuft, halt irgendwo zu wenig Leute sind. Und da ist es immer schwierig gewesen, schnell irgendwo Leute zu notifizieren. Übrigens, wir brauchen da mehr Engel oder so. Das ist, was dieses Jahr online wirklich gut geklappt hat, weil eigentlich alle Mumble waren und man einfach sofort Channel wechseln konnte und fragen konnte, habt ihr gerade was zu tun? Wir bräuchten da noch. Das hätte ich mir tatsächlich wesentlich schwieriger vorgestellt online, aber gefühlt war das dieses Jahr tatsächlich um einiges leichter. Und ansonsten denke ich, Hybride, also es hat ja noch niemand so eine direkte Definition, was ein hybrides Event ist. Weil es muss nicht unbedingt heißen, dass die Hälfte der mithelfenden Leute nicht vor Ort ist. Viele Leute definieren das eben auch, dass Speakerinnen halt zugeschaltet werden. Und da hatte ich meine ersten Erfahrungen eigentlich schon vor Corona TM. Im Anfang März ist jedes Jahr in Graz das Elevate Musik- und Diskursfestival, das vor allem vom Musikprogramm her relativ groß ist, aber das Diskursprogramm ist auch nicht uninteressant. Und seit 2 Jahren helfe ich dort ein bisschen nebenbei mit. Und der Christian, der uns sehr stark die letzten Jahre bei der Privacy Week im Video geholfen hat, ist dort seit Beginn des Elevate Festivals eigentlich dabei. Und seit mehreren Jahren machen sie Zuschaltungen von Speakerinnen für Podiumsdiskussionen unter anderem. Und dieses Jahr tatsächlich, die letzte Woche vor dem Lockdown, war das letzte Elevate Festival. Und wir hatten eine Podiumsdiskussion mit 3 Personen. Und auf der Bühne saß nur der Moderator und 2 Bildschirme. Und pro Bildschirm dann je eine Person, die einmal aus den USA und einmal aus UK zugeschalten. Und die haben dort eine ganz normale Podiumsdiskussion gehalten. Und ich bin da drin gesessen, habe die Augen zugemacht und dachte mir so, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass die gerade zu Hause sitzen, dann würde mir das tatsächlich hier gerade nicht auffallen. Und selbst spannend. Im Video, ja, du siehst, die Personen sitzen zu Hause, aber es ist ein ganz flüssiger, ganz flüssiger Diskussionston, und du kannst die gleichen Inhalte mindestens genauso gut rüberbringen. Und das war für mich so ein Punkt, der, glaube ich, für mich ausschlaggebend war, um zu sagen, die Privacy Week würden wir auch online schaffen. Und dazu kam dann das Podstock übrigens, ne? Also das, wo das Podstock es dieses Jahr schon geschafft hatte im Sommer, trotzdem wir nicht, also ich war als Teilnehmerin dabei, in dem Fall war die Judith mal bei der Organisation. Das stimmt, ja. Und es war, ja, wir waren alle bei uns zu Hause, aber es war trotzdem dieses Community-Gefühl da. Und das war dann der Moment, wo ich mir dann dachte, okay, das kann auch funktionieren bei dieser Privacy Week. Je nachdem, wie streng man das mit dem Hybrid nimmt, waren wir eigentlich auch schon viel früher dann, weil wir hatten schon vorher auch auf der Privacy Week Zuschaltungen. Wir hatten Einspielungen Videos, die woanders waren. Wir haben immer den Livestream gehabt, bis auf
ging mal nicht, aber im Normalfall hatten wir den schon. Von daher hatten wir schon sehr viel Hybrid, sowohl vor Ort als auch remote. Wenn es allerdings ein Hybrid mit sozusagen gleichberechtigten Teilnehmern sein soll, dann ist es schon schwieriger, weil Nebengespräche ist halt das, was sofort entsteht. Das ist, sobald zwei Leute im Raum sind, ist es einfach bequemer, direkt mit der anderen Person zu reden. Da ist nichts dazwischen, da muss man nichts aufsetzen. Das ist schon eine Challenge, da irgendwas Gleichberechtigteres zu machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was mir an Online-Events fehlt, dass du halt keine Möglichkeit hast, mit deinem naheliegenden Publikum quasi als Publikum selbst zu interagieren. Dass du dich so in Gruppen zusammensetzen kannst und eben quasi so ein paar Leute auf einem Fleck, währenddem sie gleichzeitig den Talk schauen, miteinander reden können. Das war für uns auch beim Engeln recht wichtig. Wir haben da dieses Jahr sehr darauf geschaut, dass wie vor Ort halt jedes, alles von niemand alleine machen muss, sondern auch die Videoregie, da 3-4 Leute gleichzeitig daran arbeiten können, sich unabhängig voneinander absprechen können und eventuell sogar, wenn ihnen langweilig ist, über den Talk reden können, ohne dass andere Leute gestört werden. Für das Publikum fehlt mir das noch ein bisschen. Wobei, zumindest für die Vortragenden haben wir es ja dann auch halbwegs hingekriegt, dadurch, dass wir dann auch immer eine Person zu den Vortragenden mit in den Raum gesetzt haben, die dann ausgeblendet werden konnte im Stream, wo wir dann immer als Ansprechpartner vorhanden waren und eingesprungen sind, wenn es zum Beispiel technische Probleme gab, und haben da kurz drüber moderiert, haben den Vortragenden ein bisschen Zeit verschafft und so, dass die halt nicht irgendwie hektisch werden, ne? Und eben, was die Judith vorhin sagte, immer halt auch als Gegenüber fungiert Richtig. Haben, dass man und den hatte zum Erzählen. Was ihr ja auch gemacht habt, ist, dass es dann im Nachgang quasi noch Pausenräume gab, wo man wie bei Vor-Ort-Events, wo man dann hinterher vielleicht zur Bühne geht, um dann noch mit dem Referenten, der Referentin zu reden, man dann in ein ausgelagertes Jitsi, Big Blue Button, was auch immer gehen konnte, um dann in der Pause quasi noch zu diskutieren. Ich fand das auch ein sehr schönes Element, das dann auch ja noch so ein bisschen Nähe hergestellt hat und tatsächlich Diskussion zugelassen hat, sowohl unter den ZuschauerInnen als auch zwischen den ZuschauerInnen und der vortragenden Person. Genau, also es gab halt auch grundsätzlich eben auch die Möglichkeit, als ZuschauerInnen halt in so eine Lounge halt reinzugehen, was halt auch so ein Big Blue Button Raum war. Es wurde halt noch nicht so viel genutzt tatsächlich, also dieses einfach so irgendwo ins kalte Wasser springen, wer ist da jetzt eigentlich? Mhm. Und das gab es auch für die Vortragenden. Also es hätte auch quasi hinter den Kulissen noch eine Vortragenden-Lounge gegeben, wo die sich nochmal untereinander austauschen und vernetzen konnten. Das ist auch noch nicht so angenommen worden. Aber das ist vielleicht noch so der nächste Schritt, wo vielleicht noch ein bisschen mehr passieren könnte, wenn Menschen wollten. Ja. Ist für das uns Problem. Alle die erste weltweite Pandemie. Mhm. Das Problem war ja auch immer, ist ja immer ein bisschen, wenn die Person halt im Real Life von der Bühne runtergeht, dann ist die Person immer da. Wenn die Person jetzt von vortragenden Channel in den anderen Channel rein wechselt, ist die Person kurz weg. Also komplett weg. Und da ist halt auch die. Es sind so kleine Sachen, die das halt ein bisschen komplizierter machen. Ja. Ich glaube, vor Ort ist halt der Vorteil. Die Speakerinnen gehen halt mehr oder weniger durchs Publikum durch, wenn sie rausgehen, und dann bilden sich automatisch Gesprächsgruppen. Mhm. Wenn die quasi hinter der Bühne vorbei irgendwo Backstage gehen würden, dann wäre das auch nicht vor Ort nicht so wirklich der Fall. Mhm. Das stimmt. Ich bin sehr gespannt auf die kommenden Tage, weil ich habe bei der Map im Sendezentrum schon reingeschaut und ich finde das ganz interessant, dass du eben im Publikum sitzt, also stehen kannst. Und dann der Chat aufgeht und das Streaming und so, und du tatsächlich da halt dann dich mit Leuten treffen kannst und da nebenbei reden, während dem neben dir der Podcast-Stream rennt und du gleichzeitig chatten kannst. Da bin ich auch super gespannt drauf. Da möchte ich mich auch noch ein bisschen näher umgucken. Aber ich glaube, so langsam müssen wir
nähert sich unser Slot dem Ende, wenn ich das so richtig sehe. Ihr müsst bitte den Leuten, die sich jetzt hoffentlich in Scharen für die Privacy Week interessieren, auch sagen, wo sie mehr Informationen finden, wo sie die Talks nachgucken können. Also die Talks von 2017 an, die von 2016 haben wir nie released. Da hatten wir tatsächlich noch unsere Aufnahmequalität hatte da so ihre Haken und das wollten wir dann niemandem zumuten, beziehungsweise jemand müsste sich wahrscheinlich einfach mal wirklich eine ganze Weile Zeit nehmen, die nochmal zu bearbeiten. Aber ab 2017 findet man die Vorträge auf media.ccc.de und die Webseite ist auf privacyweek.at, die kriegt auch gerade noch ein Remake, die wollten wir dringend nochmal neu machen, also mal frisch machen und aufräumen und so, das sollte man ja alle paar Jahre mal tun. Genau, da sind wir jetzt, glaube ich, vor der RC3 alle nicht mehr so richtig dazu gekommen, weil einige ganz fleißig gepixelt haben und das Volkskundemuseum als 2D-Map für die RC3 nachgebaut haben. Sehr cool. Mit ganz viel Infomaterial, da findet ihr uns auch in der 2D-Map. Genau, unter Sonstiges ist es, glaube ich. Also wenn ihr in die Lounge geht und dann immer geradeaus. Ah ja, stimmt, rechts. Das, das zweites, Sendezentrum war bei Sonstige, Entschuldigung, genau. Zweiter Gang rechts und dann irgendwo auf der linken Seite, glaube ich, oder so. Ja, super cool, muss ich auf jeden Fall mal suchen. Ich lese gerade so aus der Regie, dass der Anschluss-Slot frei ist und deswegen quasi noch Zeit ist für eine Rausschmeißer- und Abschlussfrage. Ja, super. Genau. Ja, vielleicht du holst schon so Luft. Möchtest du sie stellen oder soll ich? Naja, also wir haben ja gesagt, ne, also dieses Format Podcast wäre ja auch für diese Privacy Week eigentlich total super. Ne? Also das, was der Clemens vorhin auch kurz angerissen hat und mit diesem Gesprächsverlauf, der halt auch bei den Leuten, die von Remote irgendwo dazu kamen und nur als Bildschirm füllende Figur halt in Graz vorhanden waren, dass das trotzdem funktioniert mit diesem Gespräch und so weiter. Es ist letztendlich genau das, was wir jetzt hier tun. Es ist fast wie Podcast. Und und da wollten wir mal schauen. Wir hatten eigentlich auch schon für dieses Jahr vor, dass wir halt unterm Jahr, die Privacy Week ist ja immer Ende Oktober, und unterm Jahr, dass wir eigentlich viel mehr irgendwie Programm machen wollen, was halt Leute vielleicht auch interessiert, die jetzt gerade EinsteigerInnen sind in das Thema. Ne? Und da kam jetzt von der Eva unlängst die Idee mit diesem Podcast, weswegen wir jetzt auch gerade hier sitzen. Und das wäre so ein Ding, mal gucken, ob das jetzt dann auch wirklich gut funktioniert. Wenn ja, ist dies hier diese Nullnummer. Und ja, das wäre so eine Sache, die es jetzt 2021 dann hoffentlich vielleicht mal schauen, dann neu gibt. Genau, frische Webseite demnächst ist. Und ja, genau. Wie gesagt, wie beim Kongress und allen anderen Chaos-Sachen auch, alles Best Effort, alles in unserer Freizeit und alles so gut, wie wir es halt irgendwie hinkriegen. Die letzten Jahre haben wir die Videos meistens immer nach dem Kongress released. Dieses Jahr war das tatsächlich schneller und wir haben sie im November schon released. Also falls ihr gerade auf media.ccc.de den Stream schaut, dann könnt ihr dort auch die Privacy Week Talks schauen. Die sind nämlich alle schon veröffentlicht. Von 2020 auch. Genau. Sehr, sehr cool. Es fielen ja schon relativ prominente Namen, wer schon so auf der Privacy Week gesprochen hat. Wenn ihr es euch aussuchen dürftet, wen hättet ihr denn gerne mal auf der Bühne, sei es jetzt live im Volkskundemuseum in Wien oder auf der digitalen Stage? Ich muss zugeben, wir haben dieses Jahr tatsächlich, also wir haben die letzten Jahre eigentlich immer sehr interessante Speakerinnen gehabt und auch uns selbst tatsächlich dann teilweise gewundert, dass wir doch als anfangs relativ kleine Veranstaltung das ganz gut hinbekommen. Also mein Highlight war noch immer
der Peter Purgatorfer, der bei der, ich glaube bei der zweiten Privacy Week die Keynote gehalten hat und über ein Buch von Mark Ellsberg gesprochen hat und erst später darauf gekommen ist, dass der Mark Ellsberg direkt vor ihm im Publikum gesessen ist. Ja, das war super. Das war großartig. Ja, der ich saß direkt Talk. Hinter ihm. Ja. Das war sehr, sehr schön, ja. Das ist witzig. Da hat, glaube ich, der Mark Ellsberg dann auch noch so eine Rückreferenz dann gegeben. Ich weiß nicht, ob es der Peter dann... Ja, das war super, ja. Ich glaube, mehr als spezifische Personen ist, glaube ich, wichtiger, dass wir möglichst von fünf verschiedenen Blickwinkeln das Ganze zeigen können. Das heißt, da tue ich mir jetzt schwer, auf eine Person zu reduzieren. Dafür braucht es mehr. Hm. Nicht, ja. Also ich glaube, ja. mein Learning von diesem Jahr war tatsächlich, lokale Dinge sind zum Teil interessanter. Eben Max Schrems war bei uns mindestens gleich viel eher noch von den Zuschauerzahlen eher noch höher als Cory Doctorow, der doch ein sehr bekannter Science-Fiction-Autor ist und ein sehr bekannter Aktivist in den USA. Generell mehr Talks zu Period-Trackers, mehr Talks von Themen, die euch interessieren. Also, die uns und euch interessieren. Ich glaube, es sind gar nicht so die Headliner, die wirklich das Interessante sind. Das ist natürlich wie bei einem Musikfestival, die man irgendwo auf das Plakat drauf schreibt, aber ich glaube, wichtig ist der Content, der uns alle betrifft, vor allem beim Thema Privatsphäre. Ja. Gerade in den Punkten, wo man nicht damit rechnet, wo dann doch einiges an Daten irgendwie abfließt, ohne dass irgendwer damit rechnet. Und was wir dieses Jahr schon fast geschafft haben mit einem Quotenmann, war ein All-Female Monday. Ist noch so ein Ding, was wir nächstes Jahr auf jeden Fall gerne angehen würden und auch werden, dass wir wirklich auch noch mehr Frauenquote haben und auch wirklich einen ganzen Tag nur mit Speakerinnen füllen. Die tatsächlich sehr, sehr viele nochmal andere Aspekte halt auch in den ganzen Themenkomplex halt mit reinbringen, der bei, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normaler Produktentwicklung und so weiter ganz häufig ausgelassen wird. Mhm. Ja. Judith halt mit dem Talk über die Zyklus-Apps und Periodentracker und so weiter ist da halt gerade ein guter Aufschlag auch schon gewesen dafür. Es gibt noch so viele Dinge, wo halt mehr Diversität, also nicht nur in Anführungsstrichen weiße Frauen, die das Ganze dann noch bereichern sollen, sondern halt auch wirklich insgesamt noch diverser werden. Und wir haben es über die letzten Jahre schon relativ gut geschafft mit den Frauenquoten, aber da geht noch was. Das ist doch ein echt toller Ausblick auf die kommenden Jahre. Ich bin super gespannt, was sich da so tut. Wenn ich auch mal wieder was beitragen kann, dann werde ich das gerne tun und freue mich. Und ansonsten gerne auch wieder zuguckenderweise, weil, wie du vorher schon gesagt hast, also die Privacy Week ist ein super Beispiel für dafür, wie divers mal so ein Thema angehen kann, Datenschutz, Privacy, ohne dass es auch nur eine Minute langweilig wäre. Also ganz im Gegenteil. Ja, super, vielen Dank. Das war voll spannend. Ja, auch Dankeschön fürs Dabeisein, fürs Moderieren, für all die lieben Fragen. Und mal schauen, ob wir dieses Format über das nächste Jahr, vielleicht zumindest so einmal im Monat hoffentlich, so, ne, schauen wir mal, ganz viele gekreuzte Finger und Holz und genau, ich glaub, mal gucken, was 2021 bringt. Ich glaube, es gibt genug Themen, wir müssen sie nochmal aufschreiben. Ich glaube, irgendjemand hat da schon mal ein Pad angefangen. Wie war das, Adam Savage? The difference between science and messing around is writing it down.
glaube, das Recht ist ein hübsches Abschlusswort. Danke euch. Danke. Dann tschüss. Danke euch auch. Tschüss.